Du fährst auf der Autobahn, dann nähert sich ein 18-rädiger Sattelschlepper schnell von hinten und du musst die Spur wechseln. Du schaust in den Spiegel. Ist noch genug Zeit? Dann fällt dir wieder ein, Objekte im Spiegel wirken näher, als sie tatsächlich sind. You don't say. So ist das auch mit der Milchstraße. Es gibt eine weitere Galaxie in dieser Richtung und wie der Sattelschlepper sieht sie näher aus, als sie tatsächlich ist. Die Andromeda-Galaxie oder M31, wie sie ursprünglich 1774 von Charles Messier in seinem Katalog der 110 unscharfen Objekte bezeichnet wurde, heißt jetzt offiziell NGC 122. Diese Abkürzung steht für Neuer Galaktischer Katalog 122. Die Andromeda-Galaxie ist eine Spiralgalaxie und ist größer als die Milchstraße. Sie ist so groß und so nah, dass du sie ohne Teleskop sehen kannst. Wenn du sie mit bloßem Auge siehst, wirkt sie halb so groß wie der Mond. Man schätzt, dass die Andromeda-Galaxie 1 Billion Sterne enthält, verglichen mit den geschätzten mickrigen 300 bis 400 Milliarden Sternen in der Milchstraße. Um die Andromeda-Galaxie zu sehen, musst du deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Das kann etwa 10 Minuten dauern. Deine Pupillen müssen sich weiten, um so viel Licht wie möglich aufzunehmen. M31 ist am besten vom Spätsommer bis zum Winter zu sehen, wenn das große Quadrat von Pegasus, dem geflügelten Pferd, über uns steht. Zieh vom unteren Eckstern aus eine Linie diagonal durch das große Quadrat nach oben und dann ein Stück weiter über das Quadrat hinaus. Da ist sie. Aber du kannst nicht erkennen, wie groß sie ist, wenn du sie nicht aus dem Augenwinkel beobachtest. Wenn du direkt auf sie starrst, verschwindet die Galaxie in der Regel. Du musst dein peripheres Sehen nutzen, um zu sehen, wie groß die Andromeda-Galaxie ist. Mit dem peripheren Sehen, das in der Astronomie auch als indirektes Sehen bezeichnet wird, kannst du nachts das Licht empfindlicher wahrnehmen, allerdings ohne Farben. Dabei schaust du nicht direkt auf den Himmelskörper, sondern knapp daneben. Seeleute nutzen dieses abgewandte Sehen seit Jahrhunderten, um schwache Lichter auf dem Meer oder an Land zu erkennen. Aristoteles nutzte das abgewandte Sehen, um den Sternhaufen M41 in Canis Major zu beobachten, wie er in seinem Buch Meteorologica beschrieb. Auf einer Teleskopaufnahme erscheint die Andromeda-Galaxie 6-mal breiter als der Mond, denn mit bloßem Auge erkennen wir nur das helle Zentrum der Galaxie. Aber ein Teleskopfoto zeigt, wie groß die Spiralarme von M31 tatsächlich sind. Und dieses Ungetüm von Galaxie kommt auf uns zu. Wir erwarten eine massive Kollision von Galaxien von, nun ja, galaktischem Ausmaß. Wenn das passiert, wird die Menschheit wahrscheinlich in eine andere Galaxie umziehen müssen. Vielleicht ziehen wir zur Pinwheel-Galaxie im Sternbild des großen Wagens. Aber woher wissen wir, dass sich die Andromeda-Galaxie auf uns zubewegt? Durch ein Werkzeug, das man Spektroskop nennt. Nach der Kamera ist das Spektroskop das wichtigste Teil eines Teleskops. Neben dem menschlichen Auge natürlich. Unsere Augen sehen nur Licht. Wenn du beispielsweise ein Pferd siehst, kommt nicht das Pferd in dein Auge, sondern nur das Licht, das vom Pferd in deinen Augen reflektiert wird. Dasselbe gilt für den Weltraum. Wir sehen nur das Licht, das von dort kommt. Wenn wir also den Raum verstehen wollen, müssen wir das Licht verstehen. Und das war für die Astronomen des 19. Jahrhunderts keine leichte Aufgabe. Aber die Erfindung des Spektroskops war ein großer Durchbruch für das Verständnis von Licht, das aus dem Weltraum zur Erde kommt. Mit einem Spektroskop können Astronomen feststellen, in welche Richtung sich Objekte im Weltraum bewegen und welche Elemente das Licht erzeugen. Wenn du hörst, dass sich ein Krankenwagen nähert, hörst du, wie die Sirene lauter und höher wird. Wenn er an dir vorbeifährt und sich entfernt, hörst du, wie der Ton der Sirene schwächer und leiser wird. Die Veränderung der Tonfrequenz hängt ganz von der Bewegung der Schallquelle ab. Das wird Doppler-Effekt genannt, benannt nach dem österreichischen Physiker und Mathematiker Christian Johann Doppler, der diesen Effekt 1842 erstmals erklärte. Die Sirene des Krankenwagens ändert ihre Lautstärke nicht. Die Schallwellen werden komprimiert, wenn sich der Krankenwagen nähert, und sie werden gedehnt, wenn er sich wieder entfernt. Das Spektroskop zeigt, dass Lichtwellen den gleichen Doppler-Effekt aufweisen wie Schallwellen. Sie werden gestaucht, wenn sich der Stern oder die Galaxie uns nähert, und erscheinen gestreckt, wenn sie sich wieder entfernt. Daher erscheint das Licht einer sich nähernden Galaxie etwas blauer, das nennt man Blauverschiebung, was eine leichte Erhöhung der Frequenz bedeutet.
Das Licht einer sich entfernenden Galaxie erscheint etwas rötlicher als normal. Das nennt man Rotverschiebung, was eine leichte Verringerung der Lichtfrequenz bedeutet. 1929 veröffentlichte Edwin Hubble, nachdem das Hubble-Weltraumteleskop benannt wurde, seine spektroskopische Untersuchung von 46 Galaxien, deren Licht rot verschoben war. Sie entfernten sich also. Hubbles Studie lieferte den ersten Beweis, dass sich das Universum ausdehnt. Je weiter eine Galaxie von der Milchstraße entfernt war, desto schneller bewegte sie sich fort. Das war auch der erste Beweis, dass das Universum mit einem Urknall begann. Die eine Galaxie, deren Licht blau verschoben war und die sich auf die Milchstraße zubewegte, war M31, die Andromeda-Galaxie, unsere am nächsten gelegene Galaxie. 400.000 Kilometer pro Stunde ist eine ziemlich hohe Geschwindigkeit für eine Kollision. Das ist die Geschwindigkeit, die die spektroskopischen Messungen der Blauverschiebung von Andromeda ergeben hat. Es wird ein Chaos geben, wenn das passiert. Und wann soll das passieren? Um festzustellen, wann beide Galaxien zusammenstoßen, müssen wir den Abstand zwischen ihnen bestimmen. Und dafür brauchen wir Supernovas. Supernovas des Typs 1a werden in der Astronomie Standardkerzen genannt. Wir wissen, wie hell eine Kerze leuchtet, und so wissen wir, wie hell eine Supernova vom Typ 1a leuchtet, also ihre absolute Helligkeit. Eine Supernova vom Typ 1a entsteht, wenn ein weißer Zwerg unter dem Druck des Gases, das er durch seine Schwerkraft von einem Begleitstern angezogen hat, zusammenbricht. Wenn man die Andromeda-Galaxie betrachtet und die scheinbare Helligkeit einer Supernova in der Galaxie misst, kann man ihre Entfernung berechnen. Da die Intensität des Lichts mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, was als inverses Quadratgesetz bezeichnet wird, können wir die scheinbare Helligkeit einer Supernova in der Andromeda-Galaxie mit ihrer absoluten Helligkeit vergleichen und voilà! Wir erhalten eine ungefähre Entfernung von 2,5 Millionen Lichtjahren. Da ein Lichtjahr etwas unter 10 Billionen Kilometer beträgt und die Andromeda-Galaxie 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist, haben wir, obwohl sie sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 400.000 Kilometern pro Stunde nähert, noch etwa 4 Milliarden Jahre bis zum großen Zusammenstoß. Du kannst also bis nach dem Mittagessen und vielleicht sogar bis zum Abendessen warten, um mit dem Packen anzufangen. Nebenbei gefragt, wenn wir die Andromeda-Galaxie so sehen, wie sie vor 2,5 Millionen Jahren war und sie sich die ganze Zeit auf die Milchstraße zubewegt hat, wie groß würde sie jetzt am Himmel erscheinen? Etwa so groß wie der Sattelschlepper in deinem Rückspiegel. Aber haben wir wirklich noch 4 Milliarden Jahre Zeit, bevor die Galaxien zusammenstoßen? Mal sehen, denn es gibt noch andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Die kleineren Galaxien, die gravitativ sowohl mit der Milchstraße als auch mit der Andromeda-Galaxie verbunden sind, werden von ihren Wirtsgalaxien verschluckt. In Anbetracht der einseitigen Massenverteilung, die sich daraus ergibt, wird das auch die galaktische Kollision von Milchstraße und Andromeda betreffen. In der Wissenschaft heißt es, dass es sich nicht um einen direkten Treffer, sondern eher um einen Seitenhieb handeln wird. Und dann sind dann noch die galaktischen Halos der beiden Galaxien. Jetzt erfährst du, was das Projekt Amiga über den Halo aus Sternen und Gas herausgefunden hat, der die Andromeda-Galaxie umgibt. Mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops konnten Forschende beobachten, wie das Licht von hellen, weit entfernten Quasaren von dem meist unsichtbaren Gas um die Andromeda-Galaxie absorbiert wurde. Schau dir die Ergebnisse an. Beachte M31 in der Mitte. Wenn das auch auf die Milchstraße zutrifft und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es anders wäre, dann berühren sich jetzt die Halos beider Galaxien. Die Kollision hat also bereits begonnen. Es stellt sich nur die Frage, welche Auswirkungen die Wolken aus dunkler Materie um die beiden Galaxien auf eine bevorstehende Kollision haben könnten. Oder jetzt schon haben. Aber genug der Spekulationen. In 4 Milliarden Jahren wird die Sonne auf ihrem Weg zum roten Riesen immer heller werden und die Menschen werden bereits eine andere Galaxie gefunden haben, die sie bewohnen können. Viel Spaß beim Reisen, liebe Menschheit!